ich finde das mega schön, halt auch mal unsere, ja, mein Zuhause für was anderes bei oder zur Verfügung zu stellen. Also wir könnten uns jetzt, ich würde mal sagen, 5 Stunden über oder noch länger über Brot und Brötchenbacken unterhalten. Wäre ich auch nicht so emotional, weil das ist meine Kernkompetenz, so eine Begrüßung zu halten. Naja. Also, als ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, Partner vom Literarischen Frühling zu werden, war das so der Gedanke, weil ich das wichtig finde, dass einfach Kultur auch auf dem Land stattfinden kann. Wir haben auch immer mal Konzerte gehabt, sei es im Hof, im Garten oder in der Backstube. Und ich finde das einfach wichtig, dass sowas auch, ja, wirklich hier auf dem platten Land stattfindet und nicht nur hier aus der Region alles nach Kassel oder Marburg fährt. Hört mal mit den Klatschen auf, weil sonst verliere ich den Faden. Ne? Und dann irgendwann halt mit dem Klaus darüber gesprochen, wir könnten doch eigentlich auch sowas bei uns in der Backstube stattfinden lassen. Und der Klaus war sofort dabei. Das ist ein besonderer Ort. Hier werden Lebensmittel hergestellt. Und dann war er hier, er sagte, das wird ein gutes Ding. Das wird ein richtig gutes Ding. So. Und dann zwei so hochkarätige Leute hinter mir sitzen zu haben, die mich auch als Beobachten sind, weiß ich. Da hat man auch irgendwie ein Gefühl hinterm Kopf. Und ja. Ich freue mich auf einen schönen Nachmittag mit Ihnen. Und ja, wenn die beiden hinter mir fertig sind, dann möchte ich nicht, dass sie alle einfach nach Hause rennen, sondern es gibt noch ein bisschen Kaffee und Kuchen. Und wer mag, darf auch noch ein Gläschen Wein trinken. Und ja, ich freu mich einfach darüber, so eine Veranstaltung bei uns in der Backstube zu haben. So, und jetzt darf der Herr Weber tief durchatmen, weil der hat jetzt irgendwie... Der kann jetzt ganz entspannt in den Nachmittag gehen. Wunderbar, lieber Dirk Weber. Vorzustellen brauche ich ihn jetzt wirklich nicht mehr. Wir sind ihm natürlich als Veranstalter des Literarischen Frühlings, für die ich sprechen darf, glücklich und zufrieden, dass wir hier sein können. Es ist ein ungewöhnlicher Ort. Es ist ein Ort von kraftvoller, schöpferischer Aktivität. Man braucht die Bezüge zur Dichtkunst ja gar nicht lange suchen. Lassen Sie das alles mal durch Ihre Hinterköpfe kreisen, was das Dichten und das Backen miteinander zu tun haben könnte. Ich sage mal nur so viel. So wie Dirk Weber und seine Kollegen hier ihren Teig mischen und kneten, ihn mit Sauerteig versetzen, gehen lassen, dann zu hübschen Brötchen oder Broten formen, in den Ofen schieben, so ähnlich geht ein Dichter mit der Sprache. Das liegt einem sehr nahe, sowas festzustellen. Ja. Er gibt ihr Form, er knetet sie nach ihren mannigfachen Möglichkeiten durch. Am Ende holt er aus den Hitzekammern seiner Fantasie ein dampfendes Gedicht hervor. Ist es so? Und wir hören oder lesen und genießen es. Und heute hören wir vor allem. Wir hören die Gedichte eines der wichtigsten deutschsprachigen Lyriker der Gegenwart. Er ist für seine Werke schon mit mehr als 3 Dutzend Preisen und Stipendien ausgezeichnet worden. Darunter als allerwichtigstem dem Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Auch einen Ehrendoktor hat er schon bekommen. Also ich zähle gar nicht mehr auf, das sagt genug.
begrüßen Sie also mit uns sehr herzlich Jan Wagner. Lieber Wagner, wir haben Sie ja schon mal gehört hier bei uns. 2018 beim Literarischen Frühling im Rittersaal von Schloss Waldeck. Und wir haben Sie erlebt als einen Autor, der nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch im großen Licht der Bühne bravourös zu agieren weiß. Und deshalb bin ich sicher, meine Damen und Herren, uns steht in der nächsten Stunde ein in jeder Hinsicht außerordentliches Erlebnis in einem außerordentlichen Ambiente bevor. Genießen Sie es! Mitwirken wird aber auch der witzigste und bekannteste deutsche Literaturkritiker, der nun schon im 12. Jahr ein hochgeschätzter Gast beim Literarischen Frühling ist, Dennis Scheck. Sie kennen ihn vielleicht aus der ARD-Sendung Druckfrisch, Klammer auf, heute Abend 23.30 Uhr einschalten wieder, läuft gerade, oder vom SWR. Und er schreibt auch sehr interessante Bücher, nicht nur über Literatur, sondern auch über gutes Essen. Also, er kann in einer Backstube auch nicht am falschen Fleck sein. So, jetzt aber. Genug von meiner Seite. Backstube frei für Jan Wagner und Dennis Scheck. Stopp, noch eine Kleinigkeit. Und das die beiden Herren. Und sich das nicht. Dass die beiden Herren sich das nicht zu bequem auf dem Sofa machen, müssen sie jetzt nochmal aufstehen, dann kommt das Sofa weg und dann kriegt jeder seine Pole Position mit einem eigenen Stuhl. Ja, meine Damen und Herren, am Schluss noch mal ein paar Gedichte kommen. Ich lese 6 Gedichte aus diesem Buch und fange an mit einem Gedicht, das einer niederländischen Dichterin Maria Barnas gewidmet ist, eine Freundin in Amsterdam, die mir vor einiger Zeit erzählte von einer merkwürdigen militärischen Formation in den Niederlanden, die es vor Jahrhunderten gab. Eine Formation, die mit Waffen überhaupt nichts zu tun hatte, weder mit Hieb- und Stichwaffen noch mit Schusswaffen. Ein Bataillon, das einzig und allein zuständig war für die Pflege und Zucht von Pflanzen und das Aussetzen der Pflanzen an günstigen, an guten Orten, Pflanzen, die möglichst schwer zu überwinden sein sollten. Sodass also Feinde nicht durch die Pflanzen hindurchkamen. Und mir schien das so absurd und gleichzeitig auf eine herrliche Art und Weise naiv und schön, dass ich dachte, ich muss ein Gedicht schreiben für Maria Barnas über dieses merkwürdige Bataillon. Trägt den Titel Das königliche Botanikbataillon erläutert seine Strategie. Brombeeren hinter der Gänze, Ranken und Nesseln, die auch Schmetterlinge lieben bei ihren Geheimmanövern. Stechginster, Kletten und 1-2 Legionen Liguster, Eichen für den Herbstbeschuss. Wo Schilf die Lanzen seiner selbst geschultert, stetig Richtung Schnitt marschiert, im Dunkel der Teiche und Flüsse wartet ein Hinterhalt von Algen auf den Feind. Keine Haubitzen, Berberitzen sind unser Metier, statt Mörsern Mäusedorn.
Eher Muskatnuss als Musketen und Malven, Salven, Malven. Tiefer im Land halten Kirschen die Stellung, süß und verheerend, denn jede fünfte ist toll. Und nichts erscheint weicher als unser Moos im Schatten der Platanen, der immer hier fällt, bleibt liegen. Nicht Bajonette aufzupflanzen, Bergamotte umzupflanzen, das ist die Kunst. Beinbrech, scharfer Mauerpfeffer, Schwertlilie, Spießmäde, Dreizack und Sichelklee, Eisenhut, Mannsschild, Wirbeldoss, Stinkrauge, Klappertopf und Pfeilkresse, Leinkraut, Pestwurz sind Teil des großen Gartenarsenals. Rücken Sie dennoch ein in die von Farn versteckte Stadt mit Lärm und Kriegsgerät, dann reicht Ihnen Rosen den Stiel voran. Lass uns das Schleierkraut. Das nächste Gedicht hat eine merkwürdige Form, die hierzulande wenig populär ist, obwohl Rückert und Platen die benutzt haben. Eine Gazele, die kommt aus dem arabisch-persischen Raum und ist deswegen unbeliebt, weil sie auf fast penetrante Art reimt. Es gibt ein einziges Reimwort, das in der ersten Zeile und in der zweiten Zeile am Zeilenende etabliert wird und dann in jeder folgenden zweiten Zeile wieder auftauchen muss am Zeilenende. Und es wirkt natürlich relativ monoton. Und Freunde von mir finden das furchtbar, dass ich sowas schreibe. Aber wenn man viele Krähen braucht, dann ist die Gazele perfekt, weil man viele Krähen über das Reimwort hineinflattern lassen kann ins Gedicht. Und ich brauchte viele Krähen, weil dieses Gedicht einem Freund gewidmet ist, dem die Krähe sehr am Herzen lag. Krähen, Gazele. Seit dem Tod des Freundes sei er Krähen, wohin er sah. Schon vorher waren Krähen geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen auf Schildern, schwärzten die Verteilerkästen, umschatteten den Bus, ein wahres Krähengeleit zur Stadt hinaus, wie Dirigenten befragt. Die eine für Solisten, Krähen und Krähenchor gesetzte Partitur studierten, hinkten, hüpften, eine Krähenquadrille hinter ihm. Das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen um Brot bat. Auf der Parkbank, gestenreich, wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel. Er vergaß die Wörter Laken und Schneefall, Milch und Meerrettich und Krähen. Bewegte sich als Blackout durch die Straßen, als Wirbel, biblisch, düster, als ein Krähentornado, schwarzer Kreisel, schief verdunkelt, wie eine Stadt im Krieg, geweckt von Krähen noch vor dem Tag. Er würde sich entscheiden. Er würde sich entscheiden, mit den krähenden Hähnen aufzustehen, fortzugehen, um sich als Burgruine unter Krähen an einen Hang zu kauern, um als Herbstfeld zu liegen und ein Ort der Rast, den Krähen. Angelode für Onkel Adi. Einer jener schweigsamen Männer, die wie Nebel über hüfthohen Gummistiefeln standen, unbeweglich im breiten Fluss. Wer Stunde um Stunde auf den Schwimmer starrte, hing selber zwischen Grund und Himmel. Knotige Oberarme, beide Knie narbig, lebendig wie das Glas voller Würmer, Wotans Wampe. Brachte es mir bei, wie meine leere Flaschen pinkelte, wenn es Not tat, 20 Karten hielt in der Hand, schlugst plötzlich um, wie das Wetter.
Wie viel junges Wasser seither den Raum des Alten einnahm? Wie viele Flüsse ist es her, seit Wälder vortraten aus dem Dunkel, lauschten und schauten, während man die Füße am Feuer wärmte, ein, zwei Knoten löste mit steifen Fingern? Thermoskannentage am frühen Morgen oder im Hirschlicht, stets zur Hand die Holzschachtel, all die Fliegen, Bleigewichte, Blinker und Doppelhaken, Hochzeitsschmuck, Gefunkel für deine kalten Bräute, die Fische. Schon darüber geredet, dass sozusagen ich absehen möchte von meinen eigenen Leiden und Freuden, und deswegen gibt es eigentlich die Figuren, die auftauchen, nicht wirklich. Jede Großmutter ist erfunden, es gibt eine Tante Mia, die in jedem Buch auftaucht, die es aber nie gegeben hat. Auch den Onkel hat es nie gegeben, natürlich, aber es hätte ihn geben können. Und diese Tante Mia ist mir sehr ans Herz gewachsen, obwohl sie nie existiert hat. Aber im nächsten Gedicht von einem Junge vor, den hat es gegeben, der heißt Frank oder hieß heißt immer noch Frank, und den kannte ich, als ich klein war, und ich schrieb ihm nach Jahrzehnten einen Brief und sagte: Frank, du kommst in einem Gedicht vor, darf ich dich auftreten lassen? Und er sagte dann netterweise: mach das mal. Also es taucht ein Junge auf, der Frank heißt, aber im Titel wird genannt der Erfinder des Morse-Alphabets. Das Gedicht trägt den Titel Zu Ehren von Samuel Finley Breeze Morse, 1791 bis 1872. Wir fingen an, sobald die Milchkannen der Sterne zu funkeln begannen, Frank am Fuß der Straße und ich am Hang, schickten über die dunklen Tannen hinweg noch einen letzten Gruß, lang kurz, lang kurz, lang, mit Taschenlampen im Pyjama, über Kontinente und Ozeane, von Kleingärten, Berg- und Wettersturz hinweg, die Fäden und das Königsdrama der Hühnerställe, Grenzen, Meridiane. Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Wir beide wenig mehr als ein Signal, ein Blinken, ein Nichts, aber kaum zu trennen und enger als Eng und Chang. Ich auf der Kuppe, eher im Tal. Also seltsam, wie rasch die dunklen Tannen, lang, kurz, 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 lang, empor schossen, plötzlich zwischen uns lagen, mit Reisen, Praktika, Diplomen, mit Scheidungen und Ehen, mit Geburts- und Tauf- und Todestagen, Affären, Lorbeerkränzen, Melanomen, kurz, 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 lang, kurz, wissend, dass man schon am Morgen sich wiedersehen würde, nach Husaren, Träumen, während alles seinen Gang zu gehen hatte. Morgen, übermorgen, in ein paar Tagen, Wochen, Jahren, über kurz oder lang. Tanzstunden. Eins, zwei, sagte Frau Graf und schnippte mit glühenden Fingerspitzen. Silbern schuppte das Licht der Disco-Kugel auf uns herab. Noch nicht ganz Gigolo und Femme Fatale, noch still und bleich auf unseren Stühlen, unschuldig wie die Milch, die insgeheim den Zustand Butter herbeisehnt, mit Krawatte oder Puder und Lippenstift, in Strickkleid und Blazer, unbeholfen der Fruchtblase von Slow Fox oder Swing entsteigend, auf dürren Beinen bis zur Mitte starkend übers gewienerte, gewalzerte Parkett. Robert, zwei Köpfe so hoch für Birgit, Susanne doppelt so breit wie Pascal, ein jeder des anderen Jahrmarktsspiegel. Die Hände feuchter, fahrig die Gebärden, die Schuhe auf einmal drei Nummern größer, pardon, und dann das Wirbeln, Kreiseln,
drehen, kaum abzusehen, derweil Frau Graf auf 45 stellte, wohin das alles einmal führen sollte. Zuletzt ein kleines Gedicht, das auf der Gegenseite steht und verrät, wohin es führen könnte. Ein Gedicht, eine Art Liebesgedicht, in dem es auch gleichzeitig um eine berühmte Wetterregel geht, trägt den Titel Die Regel. Heute der ältere Herr auf der Parkbank, sein blitzartiges Niesen und seine Gattin, die erst 7 Sekunden später Gesundheit grummelte, donnerte, neben ihm aber 3 Kilometer entfernt. Erinnerst du dich, wie wir klitschnass uns gerade noch in die Berghütte retten konnten, während draußen die Gipfel einstürzten oder eine zweite Schöpfung sich eben vollzog, wie wir uns lachend von all den klammen Sachen befreiten, ich meine von allen Sachen. Es war direkt über uns. Fännchen und so weiter. Jetzt ein Gedicht, in dem es um Gemüse geht. Es geht aber zurück auf ein Zitat von Paul Valéry, dem großen französischen Dichter und Dichtungstheoretiker. Ein Zitat aus seinen berühmten Heften, den Cahier, wo er eine unbefriedigende Sitzung der Akademie in Paris beschreibt. Paul Valéry sagt also, auf der Wörterbuchsitzung vom 31. Mai habe ich die Abfolge der Wörter bei dem Wort wie, Leben, angehalten, das ganz lächerlich definiert worden war. Zustand der organisierten Wesen, solange sie fühlen und sich bewegen. Ich habe gefragt, und was ist mit den Karotten? Karotten bewegen sich immerzu fort von der Sonne, dem Erdmittelpunkt entgegen, nur langsam, sehr beharrlich, Sonden auf Schwarz zu, unterirdische Raketen, Karotten, wie von einem Corbusier entworfen, ohne Grobheit, niemals plump und prahlerisch, wie all die Kürbisse, die jedes Feld beherrschen, jeden Grund in einer Kürbiswelt. Zu Recht verehrt von Regenwurm und Wühlmaus, eine Faser aus Wärme, wenn es regnet, wenn es friert, noch tief im Innersten. Ein Schlückchen Wasser, alles was nötig ist, Anachoreten, in ihren Löchern hockend, unverändert von allem Anfang an. Karotten, die streicht er dunkel über Grenzen, über Länder hinweg, im Boden zwischen Libanon und Costa Rica leuchten, Lehmlaternen. Ein Eintrag nur in ihren Büchern. Leben, hoch über ihnen fast verblasst, die Sterne. Piratengedicht ist sozusagen, genau, seit 92, also ich habe schon über Klaus Störtebeke geschrieben, der mir als Hamburger noch näher ist als Blackbeard, aber Blackbeard ist auch ein berühmter Seeräuber natürlich, der hier zum Sprechen gebracht wird. Die Blackbeard interviewt. Die Toten? Sicher zieht da eine wachsende Schar von Geistern hinter jedem Heck her, wie eine Nebelfront. Vielleicht aber möchten Sie diese Frage lieber den Haifischen stellen? Barbados niemals? Nein, eher Madeira als Rum, was mich betrifft. Der Augenblick, in dem der Fuß das fremde Deck berührt, der Sprung von Schiff zu Schiff und nur Idioten schwingen sich an einem Seil hinüber, werden aus der Luft gepflückt wie Tauben. Ich korrigiere, Trauben. Und Papageien, ach, die Papageien.
Es ist, als wäre man auf einer Sandbank gefangen, leise hin und her bewegt, das Meer im Blick. Man kann nicht anders. Aber wem sage ich das? Meine Konzertsoirees sind Pulverdampf und Schreie. Mein Vermächtnis, ein versenken Schiffe auf dem Grund. Man spricht ja immer, sozusagen, mit einem Messer zwischen den Kiefern. Versuchen Sie mal so zu pfeifen. Doch vermutlich haben Sie auch nie den Pockenrumpf eines Dreimasters mit Ihrem Gesicht geschrubbt. Vielleicht den Schnee, die Kirchenglocken früh am Neujahrsmorgen, ich weiß es nicht, den Duft von reifen Birnen. Nicht Reue, eher dieser lange Enterhaken, der sich hinter meinem Rücken vorschiebt und mich irgendwann gewiss berühren wird, an meiner Schulter kalt und unbarmherzig. Ja, die schwülen Nächte, das Hängemattenstöhnen, Fiebermonde, von Zahnpflege ganz zu schweigen. Nein, nicht Captain, sondern Kommodore. Und das Vergnügen war ganz meinerseits. Vielleicht ist es wieder ein banaler Gegenstand. Wir haben über Wassermelonen schon gesprochen und über andere Dinge. Die haben auch den Vorteil natürlich, dass die Konkurrenz kleiner ist. Also wer über Rosen und Nachtigallen schreibt, ist natürlich sofort in unmittelbarer Konkurrenz zu Rilke, George, Shakespeare und so weiter. Wenn man über alte Schuhe oder Teebeutel schreibt, ist die Gruppe der Konkurrenten so klein, dass man sich einen Augenblick einreden kann, man wäre originell. Und deswegen auch das nächste Thema. Löffel. Er war schon da, nun bist du sein. Vielleicht nur deshalb herbestellt, um ihn blitzblank zu lecken. Schon hängt dein Spiegelbild hinein in seine Welt, wie Fledermäuse von der Höhlendecke. Einmal gedreht, ein Kind im Einwegglas mit Wasserkopf und dicker als Mangroven, der Arm, während ein Wind die Äpfel von den Bäumen klaubt, der Topf mit Suppe spuckt und puckert überm Ofen. Wie er dich steif mit seinem kalten Visier betrachtet, aber immer weiter, mal karg, mal üppiger entlohnt. Wie er ganz glatt bleibt, ohne Falten, ein Silberschein, dein ständiger Begleiter. Dein Mond. Jetzt haben wir schon über Götter geredet, dann lese ich jetzt noch ein Gedicht, das sozusagen in die Antike zurückgreift und immerhin das berühmteste geflügelte Pferd auftreten lässt, also das Dichterpferd, den Pegasus. Das Gedicht stellt sich vor, wie es wäre, wenn er wirklich mal in Berlin vorbeikommt. Pegasus steht da, als du nach Hause kommst, nimmt das Zimmer ein, lässt soeben das Bücherregal zu Boden gehen mit seiner prachtvollen Abrissbirne von Hintern. Das Sofa ausgeweidet, die Zierpalme skelettiert. Und bedenklich pendelt die Lampe, als er die Flügel hebt. Er rollt seine Augen ins Weiß, als brenne irgendein Stall. Seine nervösen Hufe, die wie die Fäuste zweier Preisboxer umeinander kreisen, kreisen. Das Klopfen an der Decke von unten klingt dringlicher am nächsten Tag. Nach einer Woche ist aus dem Brief des Vermieters im Kasten eine zornige Flotte geworden. Und abermals wirst du am Morgen von zwei schweren, dampfenden Kübeln voll Pferdemist vom vierten Stock in die Tiefe gerissen, mit angehaltenem Atem wie ein Apnoe-Taucher. Der Haufen von streng duftendem Gelb ist üppig geworden im Hof. Die Nachbarsjungen tuscheln hinter der Hand. Du bist der Spinner, der Gold zu Stroh macht. Als du abends das Fenster öffnest, ist er plötzlich ganz ruhig und sieht dich an. Du prüfst das Sims mit dem Fuß. Er sieht dich an.
Dieses Wurstgedicht ist auch eine merkwürdige Form. Das ist ein sogenanntes Blues-Sonett. Sowas gibt es wirklich. Das greift die Wiederholungsstruktur des Blues auf, hat 14 Zeilen, ein Sonett, aber unterteilt in dreizeilige Strophen und dann einen abschließenden Paarreim. Aber es spielt eben mit der Wiederholung von Wörtern, wie der Blues das auch tut. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Schiebewurst kennen. Ich kenne es von meinen Eltern, sozusagen die Wurst, die man sparen muss, um genug Wurst für das Brot zu haben. Schiebewurst, Blues. Die Zeiten der Knappheit, die Jahre aus Mangel und nur der Eisengott, der Wäschemangel im Keller. Aus das Grauen, das Gerangel, der Krieg. Kaum Brot, noch weniger Belag. Und was als Scheibe auf den Scheiben lag, begann zu wandern. Schinken, Zervelat. So rasch vorbei in abendlichen Riten. Mondphasen aus Liona, Meteoriten aus Presskopf über Roggensterngebieten. Ein Fettschweif von Kometen, jene Sonne Salami, die versank, dann statt der Sonne nur Pumpernickel, dunkler als geronnenes Blut und zäh wie alte Lederschläuche, das Knurren leerer Astrologenbäuche. Und vielleicht von der nächsten Plauderrunde das Titelgedicht. Am Schluss des Buches steht, das Buch beginnt in einer Brache, in einer Brachlandschaft mit Autoreifen, die ja herrliche Namen haben, Pirelli und Dunlop und Goodyear, und endet wieder im Brachland, nämlich auf einer Autobahn, wo man oft diese Baustoffschilder sieht, um die geht es auch in dem Gedicht. Steine und Erden. Es ist ein einziger Satz, der ist aber ein bisschen länger. Also meandert über ein paar Strophen hinweg bis zum Schluss. Ich hoffe, ich werde das artikulieren können. Steine und Erden. Und irgendwann kommt der Moment auf dieser Reise nach Vineta, wo man von Trauer oder Schuld gejagt es hinterm Firmament von toten Fliegen auf der Windschutzscheibe sieht. Das alte Schild neben der Koppel mit den zwei Pferden. Steine und Erden, Steine und Erden. Wo man mit Kleinbus, Karawan und Truck nach seinen Bahnen folgt, als Stern, Geschoss, Asteroid. Wenn das Gelände weit wird, offen, von Fahren und Melde überflackt. Ein meterhoher Stacheldraht mit winzigen Fäusten und Rostgebärden um Steine und Erden, die Haufen. Tief im Innern knirschend vielleicht, dabei so fern der Zeit, so ungerührt, dass selbst die Salve von Starren stillzustehen scheint, das Gras am Straßenrand nicht zittert. Und alles langsamer, als schleife man Tonnengewichte hinter sich her, denn Steine und Erden ist alles, was da ist, nur Splitt. Und Schiefer, Obererde, Quarz, Grauwacke, Mutterboden, Schluff, jedwedes Wort ein Schibolett, so klar und scharf wie Kaiserwurz, das einen weckt aus langem Schlaf, leichter, die längst vertrauten Beschwerden, dank Steinen und Erden, Granit, Kalk, Schotter, Feinkies, Sand, so mannigfach wie wir, mit Turban, Barett, mit Brille, Nackenfalte und Bauch zur flüchtigsten Synode vereint auf dieser Autobahn, als sammle sich die ganze Welt aus Beirut, Bayreuth, Verdun oder Verden bei Steinen und Erden, um das, was sich nach außen kehrt, mit Feuchtigkeit und dunklem Duft, verletzlich, aber essentiell, wenn auch mit Körnung statt Karat, Basalt und Feldspat, Mergel, Tuff, bevor man unversehens Teil der weiter rasenden, blechernen Herden an Steinen und Erden vorüber ist. An Bagger, Schlot,
und Silo abermals empfängt, was durch die Radiosender rinnt. Im Rückspiegel dasselbe Schild, das nach wie vor im Himmel hängt, vielmehr dort thront, wer wir auch sind, was immer wir waren, was wir werden. Steine und Erden, Steine und Erden. Ich glaube, dass Gedichte nicht die großen Abläufe verändern wird, aber es bewirkt im Kleinen sehr viel. Und ich glaube, es ist schon viel damit erreicht, wenn jede einzelne Leserin und jeder einzelne Leser vom Gedicht etwas mitnimmt und die Sichtweise sich ändert. Andererseits ist es natürlich so, dass Gedichte bei Despoten sehr unbeliebt sind. Und das liegt daran, dass Gedichte natürlich auch ein Hort der Freiheit sind. Und das macht sie durchaus zu sehr effektiven, auch politischen Texten, glaube ich. Selbst da, wo sie sich mit einem Wasserglas oder einem Teebeutel beschäftigen oder einer Pflanze, einem Tier, was auch immer. Weil jedes Gedicht im Grunde eine Ermunterung auch ist an die Leser. Mach es wie ich. Du darfst alles tun. Du darfst alles denken, alles ist vorstellbar, es sind keinerlei Grenzen gesetzt. Und insofern ist das Gedicht eine Ermunterung, sich genau die Freiheit zu nehmen, die sich jedes Gedicht ja auch nimmt, indem sie die Regeln mal befolgt und mal bricht, indem sie merkwürdige Wörter zusammendenkt und die Sprache auf eine ganz neue Art gebraucht und Bilder findet, die es bisher vielleicht noch nicht gab. Das Inke-Gedicht, weil ja auch noch Kaffee angekündigt wurde und so weiter. Ein Trinkgedicht auf ein furchtbares finnisches Gesöff, das ich vor Jahren einmal zu trinken gezwungen wurde von den Freunden in Helsinki. Es geht um Tierschnaps. Das schmeckt genauso, wie es klingt. Aber die Freunde lieben das, weswegen das Gedicht Merja Virolainen gewidmet ist, einer finnischen Dichterin, mit der ich eben eine Nacht lang und zu anderen Dichterfreunden saß und das trinken musste. Das Gedicht ist aber auch eine Art von Trauma-Bewältigung. Trägt den finnischen Titel Terva Snapsi. Was war das? Cerberus-Milch? Oder hatte man ganze Flöze ausgewrungen, Tropfen um Tropfen und in Flaschen abgefüllt? Schweigen, stark wie ein Kalevala. Und nur die traurigen Selbstmörderinnen sangen in der Jukebox vor sich hin. Als würde man eine Autobahn trinken, als ließen sich sämtliche Wege hinauf nach Lappland pflastern damit. Wie aber alles haften blieb an uns, je später es wurde, mit dem Froschleich geleerter Schnapsgläser vor uns auf dem Tisch. Merja, Olli, Jukka. Noch einmal derart imprägniert zu sein von innen, so lückenlos ausgekleidet mit Schwärze, rufen zu können, schiebt mich, Freunde, hinaus durch die Brandung ins Offene, auf neue Ufer zu. Ansprache an die Kaiserpinguine. Auch ihr müsst verschwinden, eher sogar als wir. Wenngleich nicht früher als der Freund, von dem ich Abschied nahm am Busbahnhof und dem die Krankheit Kopf und Nacken tief zur Brust hinunterschob, sodass er dastand wie ihr. Wie ihr. Im kargen Südpolarlicht, das sein Eigelb über Federkleid und Latz verteilt. Im Frack, der von der Leere sich abhebt, all dem Weiß, dem Schelf und Packeis und jeder einsamer als ein Pikass. Wie Komiker aus der Stummfilmära der Schöpfung, Harold oder Hapag-Lloyd, die dort, wo nichts mehr sein wird, weiter trotten. Kein Eisberg hell wie ein Countertenor singend in seinem Kristall, keine Kolonien, kein Lärm, nur junges Meer. Skyline um Skyline, monströser Schiffe, tausender Container auf schnellsten, bislang unbekannten Routen von Hafen 1 zu Hafen 2. Hart aus,
derweil die Weibchen noch nach Krill und Tintenfisch jagen. Drängt euch zusammen zu ganzen Staatsbegräbnissen in Jammern von Sturm und Dunkel. Wärmt wie einen Gral auf eurem Fuß das eine Heile ein. Und das letzte ist das zweitkürzeste Gedicht in dem Buch und spielt mit der berühmten Haiku-Form aus Japan, dieser Form, wo 17 Silben auf drei Zeilen zusammengebracht werden, also 5, 7, 5. Das hier ist ein Doppel-Haiku und trägt den Titel Streichholz. Streichholz. Eins. Eines klappert noch in der Schachtel, gehütet wie ein erster Zahn. Zwei. Dann angerissen, in dichtestem Dunkel. Ah, hier bin ich. War ich.